SRF 1. SRF 1, Ratgeber fit und gesund. Ja, der Frühling und die Sonne lockt einen Haufen Menschen wieder raus zum Sport machen, Velofahren, Wandern, Joggen. Aber es gibt auch die Leute, die lieber drinnen auf dem Laufband joggen. Sei das, wie sie selber eins haben oder wie sie sehnlichst warten, bis sie die Fitnesscenter wieder aufgehen. Was man über das Laufen auf dem Laufband sollte wissen, über das habe ich mit der Gesundheitsredaktorin Janine Bohrer geredet. Janine, Laufen draussen in der Natur ist etwas sehr Schönes. Wenn aber macht es trotzdem Sinn, aufs Laufband drinnen? Für mich gibt es auf den ersten Blick drei Gründe, die für das Laufband sprechen. Erstens nach einer Verletzung, weil man noch nicht genau weiss, wie lange man wirklich laufen kann. Weil der Vorteil von einem Laufband ist halt, man kann jederzeit aufhören, wenn es weh tut. Zweitens wegen der Pollen, das ist ja jetzt wieder ein Thema. Also Allergikerinnen und Allergiker sollten ja je nachdem nicht draussen Sport machen. Da ist das Laufband eine gute Bewegungsalternative. Und drittens der Zeitfaktor. Die meisten, die aufs Laufband gehen, machen das ja im Fitnesscenter. Sprich, nach einem Krafttraining gibt es noch eine Cardio-Session. Wer generell wenig Zeit hat, macht die dann halt gerade auf dem Laufband. Ich bin selber auch eine begeisterte Joggerin. Für mich wäre amix das grusige Wetter noch ein Grund, um aufs Laufband zu gehen, wenn ich denn eins hätte. Du bist in recht guter Gesellschaft, Sandra. Die Maya Neuenschwander, die Schweizer Rekordhalterin im Marathon, sieht das nämlich ganz ähnlich wie du. Das Laufband habe ich gebraucht in zwei Situationen. Die erste war, wenn ich mein Körper wollte eichen auf eine bestimmte Geschwindigkeit. Und die zweite Situation war, wenn es wirklich einfach sehr grusiges Wetter war und ich nicht zweimal am Tag wollte komplett durchnässt aus dem Training zurückkommen. Schön zu hören, dass auch Spitzenathletinnen manchmal den einfacheren Weg wählen. Hat Maya Neuenschwander auch noch gerade verraten, was der Unterschied ist, wenn man auf dem Laufband läuft? Das hat sie durchaus und es sind zwei Sachen, die ich hier weitergeben möchte. Erstens ist der Laufstil anders. Auf dem Laufband hat man praktisch keine Abdruckphase. Man muss den Körper ja nicht führen bewegen und man hat überhaupt keine Zugphase. Anders gesagt, man muss sich vorstellen, man muss auf dem Laufband nicht den ganzen Schritt machen, sondern eigentlich nur die Beine lüpfen und den Rest übernimmt das Laufband. Das zieht den Fuß ja wieder zurück. Und das heisst in dem Fall, man darf ein bisschen fauler sein auf dem Laufband als draussen im Freien? Ein Witz schon, ja. Das ist durchaus so. Es braucht auf dem Laufband nämlich sicher nicht ganz genau die gleiche Muskulatur wie draussen. Und das bringt mich auch gerade zum zweiten Unterschied. In der Natur ist es ja selten einfach topf eben. Und um den gleichen Trainingseffekt auf dem Laufband zu haben wie draussen, muss man das Laufband auf mindestens 1% Steigung einstellen. Gibt es sonst noch etwas, wo man sich darauf achten muss, Janine? Wer viel auf dem Laufband trainiert, darf auf keinen Fall enttäuscht sein, wenn er dann draussen im Freien nicht ganz genau gleich gut mag. Oft fehlt einem dann die Kraft, für den effektiven Schritt zu machen. Aber unabhängig davon, wer viel auf dem Laufband trainiert, tut sich etwas Gutes, wenn er zusätzlich ergänzend ein paar Kraftübungen macht. So kann er die muskuläre Disbalance, die zwischen der vorderen und der hinteren Beinmuskulatur entsteht, ausgleichen. Wenn man gesund ist, ist es wahrscheinlich immer noch am besten, wenn man von draussen geht joggen. Was aber sicher ist, ein Training auf dem Laufband ist sicher immer noch besser. Weder gar keins. Informationen bei uns noch mehr im Netz unter srf1.ch zum Ratgeber Gesundheit. SRF 1, Ratgeber fit und gesund. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.